Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir reden heute über Umweltgeschichte. Zunächst eine kleine Einführung in die Fachgenese. Und die beginnt mit der Umweltbewegung in der Bundesrepublik. Allerdings hat auch diese Umweltbewegung Vorläufer. Und wir können als ein Stichtag oder ein Stichereignis die Vorlage des ersten Umweltprogramms einer deutschen Bundesregierung nehmen. Das war 1971. Der seinerzeitige Innenminister der Bundesrepublik Hans-Dietrich Genscher hatte diesen Bericht, hatte dieses Programm zu verantworten. Und das war einer der Reformideen der neu ins Amt gekommenen sozialliberalen Koalition auf dem Gebiet des Umweltschutzes aktiv zu werden. Und dieses Umweltprogramm war eine Bestandsaufnahme der Umweltbelastung, der Umweltveränderung in der Bundesrepublik bis zum Ende der 1960er und eben Beginn der 1970er Jahre. Und mit der Vorlage dieses Programms wurde es dann möglich, im politischen Raum über Umweltveränderungen zu diskutieren und zu sprechen. Es entstanden Bürgerinitiativen. Allerdings war auch hier die erste Bürgerinitiative zuvor bereits ins Leben getreten mit der Bürgerinitiative gegen den Fluglärm am Frankfurter Flughafen, seit 1965 aktiv. Einem weit verbreiteten Irrtum ist gleich an dieser Stelle entgegenzutreten. Die immer wieder zitierten 68er hatten mit Umweltbewegung nichts am Hut. Da ging es um andere Fragen, Bewältigung der NS-Vergangenheit, aber auch Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft. Politische Emanzipation, eventuell politische Veränderung der Demokratie, aber mit Umwelt, da ist am Anfang überhaupt nicht drüber diskutiert worden. Trotzdem gab es umweltbewegte Gruppen, es entstehen Umweltverbände, zum Beispiel der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, der wird auch in Bayern separat gegründet. Und die evangelischen Akademien als Bildungseinrichtungen leisten dann eine wesentliche Starthilfe, indem sie in diversen Veranstaltungen ihrer Akademien in Bad Boll, in Loccum und anderswo Menschen zusammenführen, die auf der einen Seite vor Ort umweltpolitisch aktiv sind, weil sie sich gegen die Anlage von Mülldeponien oder von Atomkraftwerken oder von Autobahnen und Ortsumgehungen wenden und auf der anderen Seite Menschen aus dem politischen Raum, die bereit wären, solche Themen aufzugreifen, aber keine Resonanz und keine Basis dafür in der Gesellschaft gesehen haben. Mit Herbert Kruhl gibt es einen CSU-Abgeordneten, der sich recht früh öffentlichkeitswirksam um Umweltschutz kümmert. Und Winfried Scharnagel als Chefredakteur des Bayern-Kurier legt eine Schrift vor im Humboldt-Taschenbuch-Verlag über den Stand der Müllentsorgung und prangert die Verhältnisse auf deutschen Mülldeponien an. Es ist nicht so, dass Umweltschutz von vornherein nur ein Hobby irgendwelcher verspinnerter Ökologen gewesen ist, sondern die drängenden Fragen kommen da tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft. Dafür, wenn man in der politischen Geschichte der Bundesrepublik zurückgeht, gibt es noch einen früheren Anlass, praktisch den Bundestagswahlkampf des seinerzeitigen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Willy Brandt, 1961, der unter anderem mit dem Wahlkampfslogan vom blauen Himmel über der Ruhr in den Wahlkampf zieht. Der blaue Himmel über der Ruhr soll wieder sichtbar sein und nicht eben die grau
gelben, braunen Wolken, die ansonsten am Himmel zu sehen sind und die das Bild der Umwelt und der Landschaft seiner Zeit prägen. Diese Bemühungen im politischen Raum werden auch in der Geschichtswissenschaft aufgenommen, allerdings sehr zögerlich. Es gilt bis dahin, in den 1960er Jahren müssen heute so selbstverständliche Disziplinen wie die Wirtschafts- und die Sozialgeschichte zum Teil immer noch um ihre Emanzipation ringen gegenüber der politischen Geschichte, die sich auf eine Abfolge von Gesetzen ausrichtet, die Diplomatie und Außenpolitik in den Mittelpunkt der Themen stellt. Und im Zuge dieser Emanzipation der Wirtschafts- und Sozialpolitik kommen dann auch andere Felder in den Fokus oder treten aus ihrem eigentlich randständigen Schattendasein hinaus. Und das gilt zum Beispiel auch für die Geschichte der Naturwissenschaften und für die Technikgeschichte. Und im Zuge der Technikgeschichte bildet sich dann wiederum eine Untergruppierung von interessierten Menschen, die sich mit Umweltgeschichte auseinandersetzen. Und Umweltgeschichte ist in dieser Zeit eben in der Hauptsache Verschmutzungsgeschichte. Das bedeutet, es wird Skandalen nachgegangen, Ereignissen der Flussverunreinigung, Ereignissen der Luftbelastung, Smogereignisse beispielsweise, Betriebsunfälle, Umweltkatastrophen ausgelöst durch größere Unfälle in allen möglichen Betriebsanlagen. Und diese Ansätze von Umweltgeschichte suchen sich also ihre Basis unter dem Dach einerseits der Technikgeschichte. Im weiteren Verlauf wird vor allem dieser Strang hier nachverfolgt werden. Es gibt auch eine andere Strömung, aus der sich umwelthistorische Themen heraus speisen. Das ist die historische Geografie. Im Rahmen der Geografie wird Landschaftsveränderung eine große Aufmerksamkeit gewidmet, Siedlungsstrukturen und ihren Veränderungen. Und zum Teil sind die Themen, die Umweltgeschichte für sich beansprucht, in der Geografie auch schon lange verankert. Das gilt auch zum Beispiel für eine Agrargeschichte, der Umgestaltung des Raumes durch die Landwirtschaft wird in der Umweltgeschichte inzwischen auch seit einiger Zeit Platz eingeräumt. Aber im Rahmen der herkömmlichen Agrargeschichte hat sich eigentlich die Umweltgeschichte in Anführungszeichen nie so recht wohlgefühlt, auch wenn es da Möglichkeiten gibt, natürlich thematisch Übereinstimmungen zu finden. Wenn wir auf den Bereich der Umweltgeschichte zurückblicken, dann ist der VDI auch hier zu nennen, der Verein Deutscher Ingenieure. Und zwar nicht zuletzt wegen der Einrichtung einer Kommission Reinhaltung der Luft 1956, aber auch mit einem ersten Rückblick auf die Tätigkeit dieser VDI-Kommission aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens, also 1981. Und es kommt auch zu einem Rückblick auf eine Institutionengeschichte aus behördlicher Sicht. Legt Eckhard Koch ein Werk vor, Der Weg zum blauen Himmel über der Ruhr, Geschichte der Vorläuferinstitute der Landesanstalt für Emissionsschutz. Das Buch erscheint 1983 in einem Essener Verlag und ist Ausgangspunkt, zum Teil verdrängter Ausgangspunkt, für Schriften, die dann in Anführungszeichen aus der richtigen politischen Ecke kommen.
die in der Zwischenzeit, in den vergangenen etwa 10 Jahren, an Kraft gewonnenen Umweltinitiativen, Bürgerinitiativen, es sind bunte Parteien, es sind die Grünen entstanden, suchen nach historischer Legitimation. Und diese historische Legitimation wird dann eben zum Teil auch bedient. Publikationen etwa im Kölner Volksblatt Verlag spielen da eine wesentliche Rolle. Die Wassernöte von Thomas Kluge und Engelbert Schramm oder Rauchplage von Gerd Spelsberg in den entsprechenden Themensitzungen, wenn wir auf diese Publikation noch zurückkommen. Und die Basis für solche Publikationen verbreitert sich dann. Insbesondere wird auch hier wieder die Technikgeschichte im Rahmen des VDI aktiv und nimmt Themen auf, die sich zum Beispiel über Umweltverschmutzung durch Alkalifabriken im 19. Jahrhundert sich diesem Thema widmen oder ein ganz früher Bezugspunkt. Man könnte auch hier wieder sagen, alles kommt vom Bergbau her. Ulrich Treutsch hat die Veränderungen beschrieben, die in Georg Agricolas Werk De Re Metallica beschrieben sind. Ulrich Treutsch, Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mit dem Schwerpunkt Sozialgeschichte der Technik an der Universität Hamburg. Treutsch gehörte zu den prägenden Technikhistorikern der 1980er, 90er Jahre und hat die Möglichkeit für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eröffnet, umwelthistorisch sich zu betätigen. Günter Beierl oder Klaus Schlottau, Thorsten Mayer und auch an mich kann da erinnert sein. Ulrich Treutsch war da motivierend tätig, auch wenn er vielleicht auf nicht alle Arbeiten dann inhaltlich Einfluss genommen hat. Ja, bei Agricola, Landschaftsveränderung wird beschrieben, die Luftbelastung wird beschrieben. Das ganze erste Kapitel ist eine Apologie des Bergbaus und tritt auch den beobachteten Umweltfolgen entgegen. Und in der Umweltgeschichte Sachsens spielen dann auch Agricolas Einlassungen eine Rolle, denn weil der Mann in Glauchau gebürtig war, zählt er zum sächsischen Erfahrungsschatz, zur sächsischen Tradition und zur sächsischen Geschichte mit hinzu. Und deshalb war es eigentlich selbstverständlich, ihm auch in der sächsischen Umweltgeschichte eine gebührende Rolle zuzuweisen, als jemand, der früh bereits über entsprechende Themen reflektiert hat. Ja, die Geschichte, die Geschichtsschreibung für die frühe Umweltgeschichte ist dann einerseits durch Konferenzen geprägt worden, die nur sehr schwer zugänglich dokumentiert worden sind. Andererseits hat dann Bernd Hermann von der Universität Göttingen eine unschätzbare Starthilfe geleistet, indem er Ringvorlesungen, die er veranstaltet hat, dokumentiert hat, indem die Referentinnen und Referenten ihre Vorträge verschriftlichten. Und Bernd Hermann hat diese Bücher dann herausgegeben, Mensch und Umwelt als ein Thema, Mensch und Umwelt im Mittelalter. Und diese frühen Sammelbände sind sozusagen der eine Start, ein Startpunkt von Franz Josef Brüggemeier und Thomas Rommelsbacher stammt dann der Band Besiegte Natur. Und in der Besiegten Natur geht es eben um die Geschichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert, um die immer stärker werdenden Einflussnahmen des Menschen auf die ihn umgebende Welt. Und zwei
Bücher aus den 1990er Jahren fassen dann diese frühen Werke zusammen. Das eine von Abelshauser die Umweltgeschichte herausgegeben, das andere von Günter Beierl, Thorsten Meyer und Norman Fuchsloch, heute Norman Pohl, Umweltgeschichte, Methoden, Themen, Potenziale. Und in der Bestandsaufnahme dieser beiden Bände sind die bis dahin vorliegenden Ansätze insofern zusammengefasst, als dass sie wenigstens in dem umfangreichen Anmerkungsapparat und den Literaturverzeichnissen auftauchen. Und da ging es nicht zuletzt darum, sich den Begriff der Umwelt einmal zu vergegenwärtigen. Was unterscheidet eigentlich die Umwelt von der Natur, die Umweltgeschichte von der Naturgeschichte? Die Naturgeschichte ist noch im 18. Jahrhundert eine angesehene Wissenschaft und sie ist als solche Vorläufer der heutigen Naturwissenschaften. In der Naturgeschichte geht es um die Beschreibung der Natur, also wie sieht ein Tagpfauenauge überhaupt aus? Das zählt dann zur Naturgeschichte zum Beispiel. Die Umwelt taucht als Begriff um 1800 auf in einer Ode eines dänischen Dichters. Und im Grimmschen Wörterbuch wird dann der Begriff der Umwelt weiter reflektiert durch die Jahrzehnte hindurch. Goethe freut sich auf den Jahrmarkt in Weimar, weil man dann die Produkte der ganzen Umwelt sehen kann, also der umgegenden agrarischen Produzenten, das ist dann die Umwelt. Etwa 100 Jahre später ist die Umwelt alles das oberhalb der Erdoberfläche, was durch Luftverunreinigung beeinträchtigt werden kann. Die 1956 herausgegebene, in Leipzig herausgegebene Band bemüht dann im Übrigen auch noch Adolf Hitler als Zeitzeugen für den Umweltbegriff. Und Ende der 1960er Jahre ist Umwelt ja die Natur oberhalb der Erdoberfläche, die sich der Mensch gestaltet hat. Der Umweltbegriff geht dann auf Jakob von Uexküll zurück, Umwelt und Innenwelt der Tiere. Umwelt ist für ein Tier also alles das, was mit ihm wechselwirkt. Und das, was nicht mit dem Tier wechselwirkt, mag das Tier zwar umgeben, zählt aber nicht zu seiner Umwelt dazu. Und im Zeichen einer weltweiten Einflussnahme des Menschen auf die Umwelt kann man sagen, ja, die Natur ist der Rest, der von menschlicher Einflussnahme unbeeinflusst bleibt. Jetzt gibt es schon Möglichkeiten durch entsprechende Manipulationen, Schneefall oder Niederschlagsereignisse zu erzeugen, aber bislang entziehen sich sozusagen Vulkanausbrüche und größere Niederschlagsereignisse noch der menschlichen Einflussnahme. Natur ist also alles das, was übrig geblieben ist und vom Menschen nicht unmittelbar beeinflusst werden kann, in vielleicht einer hilfreichen, groben Unterscheidung. Ja, die Umweltgeschichte, sie diversifizierte sich dann. Es gab dann Ereignisse, Havarien, Schiffshavarien, Tankerhavarien, die Verseuchung von der Umwelt durch Leckagen auf Ölfeldern während des Irakkrieges Anfang der 90er, zum Teil auch bewusst herbeigeführt als Mittel der Kriegsführung. Und auch eine Arbeit von Ann-Kathrin Wöpse zum Beispiel ist zu nennen, die sich über die Ikonografie der Umweltbewegung, die Ikonografie der Umweltbewegung einmal unter die Lupe genommen hat und herausarbeiten konnte, dass das hilflose Kleinkind
inmitten eines verschmutzten Strandes, umgeben von ölverschmierten Vögeln, bereits ein Bild der 1920er Jahre ist, als man sich in Großbritannien bei der Fahrt ans Meer über den Zustand der Strände öffentlich mokierte. Und dass seither entweder immer hilflose Kleinkinder, die mit der hilflosen Kreatur zusammen in die Kamera blicken, fotografisches Motiv sind, oder es sind Polizeibeamte in Uniform, die einen ölverschmierten Schwan zum Beispiel bergen, oder es sind Wissenschaftler im weißen Kittel, die sich um ölverschmierte Vögel kümmern. Also es hat sich eine regelrechte Bildsprache, auch immer gleich wiederkehrender Bilder in dieser Hinsicht, entwickelt. Ja, die Umweltgeschichte hat sich über die mit den verschiedenen Akteuren, die in ihr tätig gewesen sind, in der Zwischenzeit fest etabliert. Ein Beispiel dafür sind nicht nur die einführenden Werke von Bernd Herrmann, die mittlerweile Lehrbuchcharakter gewonnen haben, auch im Oldenburg Verlag die Edition Deutsche Geschichte mit den in der Literatur angegebenen Schrift von Reinhold Reit für die Umweltgeschichte der frühen Neuzeit und von Frank Ükötter für das 19. und 20. Jahrhundert zeigen, dass sich die Umweltgeschichte im Kanon der Subdisziplin mittlerweile fest etabliert hat. Ja, diese Umweltgeschichte hat, und das muss auch noch erwähnt werden, einige maßgebliche Sammelbände weiter hervorgebracht, zum Beispiel von Rolf-Peter Sieferle, Fortschritte der Naturzerstörung. Das war natürlich ein sehr provokanter Titel, der den Fortschrittsgedanken der Technikgeschichte aufgenommen und konterkariert hat. Die Fortschritte der Naturzerstörung versammeln insbesondere auch ins Deutsche übertragene Beiträge aus der US-amerikanischen und britischen Literatur zur damaligen Zeit. Eine Reflexion auf französischsprachige, spanischsprachige Werke ist im deutschen Sprachraum allerdings zumeist unterblieben, was eben nicht heißt, dass das Fach da nicht präsent ist, sondern dass einfach die Ausrichtung, die inhaltliche Ausrichtung eine andere gewesen ist. Neben den Fortschritten der Naturzerstörung noch von Karl Otto Henseling zu erwähnen, ein Planet wird vergiftet, 200 Jahre Geschichte der Chemie, Geschichte einer Fehlentwicklung. Henseling greift verschiedene industrielle Produktionsprozesse auf und diskutiert dann deren Umweltfolgen. Nebst den ganzen erwähnten einführenden Werken, Sammelbänden, großen Studien, Pfister und Brimblekorn zur Luftverunreinigung, Gottfried Hösel, unser Abfall aller Zeiten und viele andere mehr, sind aber auch noch Ereignisse im politischen Raum zu benennen, die das Interesse an Umweltgeschichte befördert haben. Das ist zum einen vielleicht überraschend die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Bevor sich Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die später gegründete Europäische Atomgemeinschaft und die EWG zur Europäischen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, aus der ja dann die Europäische Union nach 1990 hervorging, suchte die EWG immer nach Anknüpfungspunkten für übernationale politische Aktivitäten. Und mit der ersten Erweiterungsrunde um Dänemark, Irland und Großbritannien wurde das politische Klima in der EWG nochmal angespannt. Man war eigentlich vor
man stand eigentlich vor einem politischen Scherbenhaufen Anfang der 1970er Jahre, als man dann aber Umwelt als Politikfeld der Gemeinschaft entdeckte. Und das erste Umweltprogramm der Europäischen Gemeinschaft wird 1973 als Resultat des eigentlich komplett gescheiterten EG-Gipfels in Kopenhagen dann präsentiert. Das sind Absichtserklärungen, was in den nächsten 5 Jahren alles zu geschehen hat. Aber diese Absichtserklärungen stellen auf ein wesentliches Problem ab. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft soll ja eigentlich für eine Harmonisierung des Marktes sorgen und für den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Also es gibt einen europäischen Gedanken, der den ganzen immer mitschwingt bei derartigen Aktivitäten. Aber im Konkreten soll der freie Austausch von Gütern und Dienstleistungen erfolgen können. Und wenn Güter wie zum Beispiel Mineralwasser oder Bier oder andere Getränke in Pfandflaschen verpackt sind, dann ist die Frage, welche Form, die ganz triviale Frage, welche Form hat die einzelne Flasche? Und wird diese Pfandflasche im jeweiligen Mitgliedstaat tatsächlich im Getränkemarkt auch mit einem Pfand belegt und zurückgenommen? Das heißt, wird französisches Mineralwasser entweder in Einwegflaschen geliefert und auf diese Art und Weise erhöht sich dann der Müllberg, oder wird französisches Mineralwasser oder auch italienisches Mineralwasser in Pfandflaschen geliefert? Und wie können diese Pfandflaschen dann in einen Kreislauf gebracht werden? Ist die Form der Flasche maßgeblich dafür, dass sie mit einem Pfand belegt wird? Und ist die Pfandflasche für Mineralwasser immer weiß, durchsichtig, oder kann die auch mal grün sein? Oder blau oder in anderen Farben, weil wenn die Form der Flasche und die Farbe der Flasche ein wesentlicher Bestandteil des Marketing wird und damit die Qualität des Produktes auch von der Form des Behälters beginnt abzuhängen, in dem das Produkt verkauft wird, dann könnte eine Marktdiskriminierung vorliegen, wenn mit dem Argument, dass der Kreislauf von Pfandflaschen aufrechterhalten werden muss, alleine auf die Einheitspfandflasche deutscher Brunnen zurückgegriffen wird. Ich zeige jetzt nicht die Marke, die hier abgefüllt ist, aber das ist sozusagen die deutsche Einheitspfandflasche und von Form und Farbe. Und wenn andere Formen und Farben dann auftreten, wie gesagt, könnte eine Marktdiskriminierung vorliegen. Und deshalb hat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft nach Möglichkeiten gesucht, überregional Politik zu machen und hat dann den Bereich der Umweltpolitik vorgeschlagen. Es war dann auch die Rede davon, dass man eine kulturelle Umwelt, eine soziale Umwelt hat, um über den Umweltbegriff eben Eingriffsmöglichkeiten, politische Gestaltungsmöglichkeiten für europäische Institutionen zu eröffnen. Letzten Endes ist mit der einheitlichen europäischen Akte von 1986 die Umweltpolitik dann auf eine solide Basis gestellt worden und hat zu einer Änderung der europäischen Verträge geführt. Aber bis dahin gilt Umwelt zum Beispiel auch als Argumentationshilfe für andere Ziele, die unter diesem Deckmantel sozusagen verfolgt werden. Das Beispiel ist also vielleicht aus der heutigen Zeit das Voranbringen bargeldlosen Bezahlens. Und die Tendenzen in der Abschaffung des Bargeldes finden jetzt in der Corona-Krise ihren Widerhall, indem eine nicht vorhandene
also jedenfalls nach Untersuchung der Europäischen Zentralbank, nicht eingetretene höhere Belastung des Bargeldes gegenüber dem bargeldlosen Bezahlen postuliert worden ist. Es lohnt sich also immer, derartige Dinge zu hinterfragen. So, also die europäischen Gemeinschaften als Akteure in der Umweltdiskussion und was die europäischen Gemeinschaften dann relativ schnell feststellen ist, dass sie mit Anliegen lokaler Initiativen konfrontiert werden, die sich jetzt einen europäischen Einfluss erhoffen. Und da muss die Kommission, die gemeinsame Kommission, relativ schnell feststellen, dass sie keine Kompetenz hat, um lokale Fragen anzugehen und lokale Fragen zu beantworten und den Akteuren vor Ort in irgendeiner Weise Unterstützung zu leisten. Das sieht anders aus bei Fällen, die tatsächlich wiederum den Marktzugang berühren, und zwar der Fall, die Ablösung der Pfandflasche, wir sind nochmal bei den Flaschen, die Ablösung der Pfandflasche für den Milchverkauf durch Einweg-Plastikbeutel. Man hat also die Milch im Plastikschlauch verkauft, dazu ein Standgefäß. Und dann ist im Kühlregal waren diese Milchplastikschläuche gelagert und manchmal wurden diese Schläuche eben auch undicht, weil durch das Milchfett zum Beispiel die entsprechenden Komponenten des Plastikmaterials, man könnte sagen, angelöst wurden, kleine Öffnungen entstanden. Wie hat man versucht, das Ganze zu verhindern, indem der Milch Paraffin und Ähnliches zugegeben worden ist, um das Auflösen der Komponenten aus dem Plastik zu unterdrücken, und auf eine entsprechende Anfrage im Europäischen Parlament hieß es dann, der Verbraucher könne ja ein Haarsieb nehmen und die künstlich zugegebenen Fette vor dem Eingießen der Milch in eine Tasse oder ein Glas wieder entfernen. Das hat dann doch dazu geführt, dass diese Art des Milchverkaufs und der Milchkonservierung keine Zukunft hatte, sondern dass das Plastikmaterial verändert werden musste, um die Milch im Schlauch weiter marktfähig zu halten. Die andere Alternative waren dann natürlich Verpackungen, für die der Markenname Tetra Pak dann Sinnbild geworden ist und so in den allgemeinen Sprachbegriff eingegangen ist, dass sie hier gebraucht werden kann, ohne dass damit in irgendeiner Form eine Schleichwerbung gemeint ist. Damit sind wir wieder bei wachsenden Müllbergen, und um diese ganze Vielfalt der Ereignisse greifbar zu machen, hat dann mein vormaliger Kollege Justus Engelfried in seinem Buch über nachhaltiges Umweltmanagement mit meiner Mitarbeit, also in gemeinsamer Arbeit zusammen, haben wir eine ausführliche Tabelle von einschneidenden Ereignissen der Umweltgeschichte etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts publiziert. Und auf verschiedene dieser Ereignisse werden wir hier noch zurückkommen, ausführlicher zurückkommen, aber erwähnt sei der sogenannte Los Angeles Smog, der 1943 entdeckt wurde, und das wird in dem Abschnitt über Luftverunreinigung behandelt, eben eine andere Grundlage hatte als der herkömmliche Smog. Erwähnt seien die japanischen Belastungen, die Itai-Itai-Krankheit und die Minamata-Krankheit, die auf Gewässerverunreinigungen zurückzuführen sind. Der Einsatz von Entlaubungsmitteln im Vietnamkrieg und die daraus resultierenden Gesundheitsschäden bei der vietnamesischen Bevölkerung werden im Rahmen der Behandlung des Dioxins hier noch eine Rolle spielen. Und
ein einschneidendes Ereignis und die ja, war das Bewusstwerden der Endlichkeit der Ressourcen, vor allem durch den ersten Ölpreisschock 1973-74 infolge des Yom Kippur-Krieges. Und dieser erste Ölpreisschock, also die künstliche Verknappung des Angebots, führte drastisch vor Augen, welche Gedanken der Studie die Grenzen des Wachstums, Limits to Growth, des sogenannten Club of Rome, die 1972 publiziert worden sind, zugrunde gelegen sind. Und diese Studie 1972 geht eben einher mit einer Konferenz der Vereinten Nationen in Stockholm zu Umwelt und Entwicklung. Hier wird also der Entwicklungsbegriff der unterentwickelten Staaten seit einer Ansprache des US-Präsidenten Truman 1946 in Beziehung gesetzt, erstens zu Umweltbelastung und zweitens zu einem wirtschaftlichen und sozialen Nord-Süd-Gefälle auf der Erde. Seit dieser Zeit ist diese gängige Formel 20% der Weltbevölkerung verbrauchen 80% der Ressourcen, politisches Allgemeingut, und diese 20% der Weltbevölkerung leben eben vorzugsweise auf der Nordhalbkugel. China ist in diesen Überlegungen damals nicht präsent. Die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft wird erst nach dem Tode Mao Zedongs unter Deng Xiaoping die Richtung nehmen, dass auf Ausweitung des Konsums als Wirtschaftspolitik abgestellt wird. Diese Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung begann am 5. Juni 1972. Das ist seither der Internationale Umwelttag, und das ist dann immer Anlass oder zumeist Anlass, eine europäische Fahne bei der allgemeinen Beflaggung öffentlicher Gebäude anzubringen. Das erste Umweltprogramm der EWG geht also mit der ersten Ölpreiskrise sozusagen einher. 1974 kommt es dann zur Gründung des Umweltbundesamtes als einer nach dem Bundesinnenministerium nachgeordneten Institution, die auf Grundlage naturwissenschaftlicher, medizinischer Erkenntnisse Politikberatung betreiben soll und Handlungsoptionen und Vorschläge erarbeiten soll. Nach Gründung des Umweltbundesamtes international von Relevanz ist das der Begriff der Umwelt und der Umweltpolitik Eingang in die sogenannte KSZE-Schlussakte von Helsinki findet. Das ist 1975 der Fall. KSZE ist die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und die KSC hat eigentlich die Aufgabe, politische Spannungen zu mildern im Zuge der neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition ist man in die Phase der sogenannten Entspannungspolitik eingetreten, und die soll eben auch mit dem Forum der KSZE weiter befördert werden. Und das Interessante ist, warum taucht Umwelt da letzten Endes eigentlich auf? Die These lautet, Umwelt ist immer dann ein Thema unter den Verhandlungspartnern, wenn in anderen, scheinbar wichtigeren Politikfeldern kein Fortschritt erreicht werden kann. Wenn es also um die Zahl der Panzer geht, um die Frage der Kampfflugzeuge, um die Anzahl atomar bestückter Raketen und Ähnliches, und kein Fortschritt erzielt werden kann in der Reduzierung der gegenseitigen Bewaffnung,
dann kann Umwelt einfach ein Gesprächsthema sein. Es wird dann überraschenderweise über Messmethoden zur Erkennung der Emissionsbelastung durch Schwefeldioxid verhandelt. Es gibt verschiedene Messmethoden auf dem Markt und dann ist eben ein Ergebnis, dass die einen Staaten mit einer Methode ihre Ergebnisse feststellen, eine andere Staatengruppe mit einer zweiten und eine dritte mit einer dritten und dass dann die Ergebnisse, die mit verschiedenen Messmethoden gewonnen wurden, versucht werden, in einem Forschungsprogramm zu vereinheitlichen, so dass die Gleichwertigkeit der Ergebnisse wenigstens durch Umrechnungsfaktoren gewährleistet werden kann, ist dann ein überraschendes Ergebnis, und befördert den Willen zur Zusammenarbeit in Umweltfragen, für die Gewässerreinhaltung zum Beispiel, also Stichwort Belastung der in die Ostsee mündenden Flüsse durch die Zellstoffindustrie. Ja, das sind Themen, die für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wichtig wären. Und sie wären wahrscheinlich deshalb wichtig, damit die Gesprächspartner weiter ein Gesprächsthema finden. Umwelt hat dann sozusagen dieselben Folgen wie die Unterredung übers Wetter, ist aber eben doch eine Nummer ernster. Ins Bild passt, das werden wir an anderer Stelle noch verfolgen, welche politischen Karrieren werden durch Menschen eingeschlagen und für erfolgreiche politische Karrieren steht häufig eine Tätigkeit als Umweltminister oder Umweltministerin auf Landesebene oder Bundesebene am Anfang. Wir werden Beispiele in einem gesonderten Block hier noch einmal verfolgen. Ja, diese KSZE-Schlussakte von Helsinki benennt also ebenfalls Probleme. Diese Probleme werden virulent durch die sogenannte Seveso-Katastrophe vom 10. Juli 1976 in der norditalienischen Stadt Seveso, 10 Kilometer von Mailand etwa entfernt gelegen, explodiert bei der Chemiefabrik IG Mesa ein Reaktor und setzt Tetrachlordibenzodioxin frei. Das ist eines der stärksten, bekanntesten Gifte in der Menschheitsgeschichte. Ja, Aflatoxine, die beim Schimmeln von Walnüssen entstehen, sind noch etwas giftiger, aber Dioxine, vor allem das sogenannte Sevisodioxin, sind geradezu, ja, wie soll man sagen, prägend für die Umweltgeschichte geworden als Supergift, das aus industrieller Tätigkeit heraus resultiert. Auch über die Geschichte des Dioxins werden wir hier noch ausführlicher sprechen. Die Seveso-Katastrophe ist vorüber. Es kommt 1978 zum Stranden der Amoco Cadiz in der Bretagne. Ein Supertanker mit über 200.000 Tonnen Rohöl zerbricht und führt zu einer weit verbreiteten Ölpest. Und dieses apokalyptische Szenario erschließt sich hier aus der Erzählung eigentlich nicht zur Gänze, weil wer einmal Rohöl tatsächlich gerochen hat, der weiß dann, mit welchen Geruchsbelastungen diese Katastrophe im Übrigen auch einhergeht. Es ist nicht nur die Verschmutzung der Strände, es ist nicht nur das Sterben tausender von Seevögeln und anderen Meerestiere, sondern es ist eben auch der Gestank, der mit einer derartigen Katastrophe einhergeht. Auch über diese Katastrophen, wenn wir nochmal gesondert sprechen, es gibt ein Quartett der Öltanker- und Bohrplattformkatastrophen, das ich dann hier vorführen werde. Also ein Kartenspiel, alle wissen vielleicht noch, wie Quartett gespielt wird.
für die deutsche Innenpolitik sind dann zwei Skandale in Hamburg von Relevanz, und zwar der sogenannte Stolzenberg-Skandal und der Böhringer-Skandal. Beim Stolzenberg-Skandal kommt ein Kind zu Tode. Die Kinder haben auf dem Gelände einer stillgelegten Chemiefabrik mit den in dem Hof aufgestapelten Abfällen gespielt. Ja, wenn man das richtige Gefäß auf das andere wirft, dann knallt und kracht dann immer so schön. Und es gab dann eben einen Todesfall mit Kind. Und der Böhringer-Skandal lief darauf hinaus, dass die Firma Böhringer weiter Pestizide produziert hat, bei deren Produktion eben Sevisodioxin entstanden ist und diese auch vertrieben hat. Die Firma Böhringer hat dann ihre Firma Richtung Iberische Halbinsel verlagert. Beide Ereignisse haben die Karriere von Thea Bock befördert, einer Lehrerin für Sport und glaube Englisch und Deutsch waren die beiden anderen Fächer. Jedenfalls eine sehr von der Statur her zierliche Person, die als Repräsentantin der grünen Alternativen Hamburger Liste dann mit Polizisten der Bereitschaftspolizei in voller Montur vor den Pressewirksamen, vor den Toren der jeweiligen Werke auftritt und Untersuchungen auf diese Art und Weise erzwingt, also ein anderes ikonografisches Bild der Umweltbewegung. 1980, die Vorlage des Berichtes Global 2000. Also wir geraten in den Bereich der mittelfristigen Politik hinein. Mittelfristig ist jenseits der aktuellen Wahlperiode von Parlamenten, Präsidenten und anderen Amtsträgern oder politischen Körperschaften. Mittelfristig ist so weit in der Ferne, dass man die Folgen von Handeln oder Nichthandeln noch erleben wird. Und im Gegensatz zum langfristigen, also Anstieg des Meeresspiegels bis 2100, das wird wahrscheinlich niemand bei Bewusstsein, naja doch, die Lebenserwartung heute 2020 können einige bei Bewusstsein schon erleben, aber mittelfristig ist eben in 20 bis 30 Jahren und global 2000 war damals mittelfristig. Der Bericht an den US-Präsidenten Carter zeigte also die Folgen für die Umwelt und die Natur auf bei nicht veränderter weiterer Umweltpolitik. Eigentlich musste eine ganze Vorlesung mal diesen Bericht zugrunde legen. Der erschien natürlich in englischer Sprache und wurde dann als Bestseller ins Deutsche übertragen. Teilt wahrscheinlich das Schicksal der Bibel, dass viele das Buch auf dem Nachttisch hatten, aber dann doch nie gelesen haben. Der Journalist Horst Stern gründet im gleichen Jahr 1980 die Zeitschrift Natur. Und damit sind die Umweltfragen, ist der Erhalt oder der Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen publizistisch in einem weiteren Schritt in der Öffentlichkeit angekommen. Das bundesdeutsche Fernsehpublikum hat zuvor Expedition ins Tierreich mit Heinz Sielmann erleben können, ein Platz für Tiere durch den Frankfurter Zoodirektor Bernhard Jimek und seinen Einsatz für die Serengeti in Afrika. Sterns Stunde problematisierte dann Tierschicksale, die nicht idyllisch gewesen sind. Also der Transport von Schlachtpferden mit der Eisenbahn durch Europa, die Situation von Geflügel in den Legebatterien und ähnliches. Und Horst Stern hat dann mit der Zeitschrift Natur ein Forum geschaffen, in dem Umweltfragen
breit diskutiert werden konnten und in dem praktisch die Aufnahme von Umweltproblemen auch in die Berichterstattung der Tagespresse vorbereitet worden ist. Für die bemerkenswert bei den Katastrophen ist der Chemieunfall im indischen Bhopal am 3.4.1984. Mehr als 3000 bestätigte Todesopfer dieser Katastrophe haben ein unmittelbares Schlaglicht auf die Umstände industrieller Produktion nochmal geworfen, vor allem der Verlagerung von Produktionen aus Industrienationen in ja, Länder wie Indien, in denen Umweltstandards möglicherweise doch nur auf dem Papier existieren. Die Sprache in der europäischen Region war damals von einer Portugalisierung der Umweltpolitik, das heißt, Produktionsverfahren mit kritischen Umweltauswirkungen werden dann eben nach Portugal verlagert, als neuer Mitgliedstaat der EWG, weil dort die Umweltstandards geringer oder scheinbar geringer wären, dass der gesamte europäische Wirtschaftsraum im Rahmen der EWG durchaus unterschiedliche Standards aufweist, werden wir bei der Gewässerbelastung, der Geschichte der Gewässerbelastung nochmal diskutieren. 1985 wird im Hafen von Auckland durch Mitglieder des französischen Geheimdienstes die Rainbow Warrior versenkt. Die Rainbow Warrior ist das Flaggschiff von Greenpeace, soweit es das Salzwasser angeht. Wenn auf Süßwasser gefahren wird, dann heißt das Schiff Beluga. Und die Rainbow Warrior war davor in ein Testgebiet für einen Test einer französischen Atombombe auszulaufen. Das politisch Pikante an dieser unrechtmäßigen Aktion ist, dass sie unter der Herrschaft des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand stattfand, was den Glauben an das politisch Gute vorzugsweise in einem Teil des politischen Spektrums angesiedelt nachhaltig erschütterte. Dieser Glauben ans politische Gute wird noch nachhaltiger ein Jahr darauf erschüttert durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und vor allem durch die Informationspolitik, die die Sowjetunion in diesem Fall betrieben hat. Europäisch wird man auf die Reaktorkatastrophe aufmerksam, weil im Umfeld eines schwedischen Atomreaktors erhöhte Radioaktivität festgestellt wird, der schwedische Reaktor aber nachweislich keinen Störfall erlitten hat und weiter betrieben wird. Und über die Zusammenführung der verschiedenen europäischen Messdaten kommt man dann darauf, dass in der Ukraine eine Katastrophe sich ereignet haben muss und die tritt bereits zum 26. April ein, wird aber erst Anfang Mai eingeräumt. Tschernobyl ist dann gleichzeitig eine Katastrophe für die politische Glaubwürdigkeit in der Bundesrepublik, weil die Frage, die aufkommt, ist, bei welcher Konzentration an Radioaktivität dürfen Kinder noch im Sandkasten spielen und das zweite ist, bei welchem radioaktiven Gehalt kann Milch noch getrunken werden und es gibt dann innerhalb von wenigen Tagen eine Korrektur des ursprünglich festgelegten Grenzwertes von 600 Becquerel pro Liter auf 1000 Becquerel. Selbst der zunächst willkürlich festgelegte Grenzwert hätte bedeutet, dass ein Großteil der produzierten Milch hätte vernichtet werden müssen.
Und die Verbraucher in der Bundesrepublik haben dann in der Nacht im nachträglichen Heraufsetzen des Wertes einfach nur ein politisches Manöver gesehen, um den Absatz der produzierten Milch nach Möglichkeit nicht zu gefährden. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel der bayerische Umweltminister Dick radioaktiv belastete Molke mit Todesverachtung getrunken hat, vielleicht auch mit innerer Überzeugung, um deutlich zu machen, dass er jetzt nicht gleich tot umfällt. Seither ist der Einsatz des Körpers in Mode gekommen, um die Ungefährlichkeit von bestimmten Ereignissen zu belegen. Das betraf dann später den Verzehr von mit Keimen belasteten Eiern aus der Legebatterie, den Verzehr von blutigen Steaks im Zuge der BSE-Krise. Da musste dann also blutiges Rindfleisch verzehrt werden, um deutlich zu machen, dass das Ganze ungefährlich ist. Und der letzte gescheiterte Versuch konnte jetzt bei Boris Johnson beobachtet werden, der sich also nicht davon abhalten ließ, vor seiner Corona-Erkrankung noch infizierten Personen fortwährend die Hand zu schütteln. Das ist am Virus im Zweifel vollkommen egal, aber das war am Rand. So, Tschernobyl leitet eine verschärfte Diskussion über die Sicherheit und Folgen von Atomkraftwerken ein. Und im Dezember des Jahres kommt es dann zu einer weitreichenden Verseuchung des Rheins durch das Schweizer Chemieunternehmen Sandoz. Es brennt in Basel-Schweizer Halle eine Lagerhalle für Abfälle aus der Pestizidproduktion. Die anrückende Feuerwehr bekommt den Brand zwar unter Kontrolle, aber das Löschwasserbassin läuft dann über und das mit den Pestizidrückständen und den Produkten aus dem Brand belastete Löschwasser wird dann also in den Rhein geleitet, was dazu führt, dass eine Giftwelle von der Schweiz bis zur Rheinmündung sich durch den Rhein bewegt und innerhalb weniger Tage das biologische Leben erst einmal im Rhein erlischt. Besonders tragisch ist es auch für jene Rheinanlieger, die ihr Trinkwasser aus sogenanntem Uferfiltrat gewinnen, also in den Niederlanden. Diese Uferfiltrat-Trinkwasseraufbereitung wird dann zum Beispiel auch für einige Zeit gestoppt. Ja, im Zuge der Diskussion über Klimaveränderungen und die Wirksamkeit von Fluorchlorkohlenwasserstoffen tauchen zwei Begriffe auf. Das eine ist das Ozonloch, das andere der Treibhauseffekt. Beides werden wir in der Klimaeinheit dieser Vorlesung dann noch behandeln. Es sei aber das Protokoll von Montreal von 1987 erwähnt, das den FCKW-Ausstieg als Ziel festgeschrieben hat. Im selben Jahr ein weiterer Supertanker, die Exxon Valdez, die verunglückt und den Prinz William Sund mit einer Ölpest überzieht. Ja, Greenpeace hat dann ja, Liedgut aus der Frühzeit der Schule einmal umgedichtet: What shall we do with a drunken sailor? Ja, die Antwort war dann: Make him skipper of an Exxon Tanker. Und es hat aber die langfristigen Folgen auch nicht letzten Endes beeinflusst. 1989 im politischen Bereich natürlich das Ereignis Öffnung der deutsch-deutschen Grenze, aber im Bereich der Umweltgeschichte und Umweltpolitik
1990 ist der deutsch-deutsche Umweltvertrag bereits früher fertig und unterzeichnet als der Einigungsvertrag. Und der deutsch-deutsche Umweltvertrag bestimmt letzten Endes die DDR zu einer einzigen Altlast, weil die jegliche ökonomische Betätigung potenziell mit dem Erzeugen einer Altlast einhergehen kann. Den Begriff der Altlast gibt es im Übrigen seit Ende der 1970er Jahre im ersten Gutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung wird dieser Begriff sozusagen neu geschöpft, neu definiert. Eine Altlast ist also eine Umweltbelastung, vorzugsweise durch eine Mülldeponie, die vor Inkrafttreten des neuen Abfallgesetzes angelegt worden ist. Ja, dieser deutsch-deutsche Umweltvertrag führt zu verschiedenen Konsequenzen, Übernahme insbesondere der deutschen, aber das wird zumeist verkannt, auch der europäischen Umweltregelungen für die fünf neuen Länder im erweiterten Deutschland. Und an diese sachgerechten Umsetzung, die bereitet tatsächlich bis auf den heutigen Tag noch Schwierigkeiten aus den langfristigen Konsequenzen und den Hinterlassenschaften einiger Altlasten. Es ist nicht nur das Chemiedreieck Bitterfeld-Wolfen, Halle-Bitterfeld-Wolfen und Leipzig, das ist eigentlich ein Viereck, aber es ist auch zum Beispiel die Teerseen von Rositz und andere oder die Wismut-Bergbautätigkeit, die in anderen Abkommen dann geregelt werden und die die Umweltpolitik eben bis heute beschäftigen. International Anfang der 1990er Jahre die Weltumweltkonferenz in Rio. Die Nachhaltigkeit betritt als politisierter Begriff die Bühne. Auch über die Geschichte der Nachhaltigkeit werden wir hier an dieser Stelle noch sprechen. Der sogenannte Marsberger Kieselrohrskandal, 1990 in Gang gekommen, führt zur massenhaften Schließung von öffentlichen Sportplätzen. Marsberger Kieselrot ist ein Wegebaumaterial, das sich aus den Schlacken einer bestimmten Methode der Aufarbeitung von Kupfererzen ergeben hat. Bedingt durch diese Methode ist in diesen Schlacken ein erhöhter Anteil an Sevisodioxin enthalten. Und mit einer innerhalb von 15 Jahren verbesserten Analytik kann jetzt Sevisodioxin nahezu überall und in geringen Konzentrationen, geringsten Konzentrationen nachgewiesen werden. Das Schlagwort ist oft das Stück Würfelzucker im Bodensee, was gefunden wird. Das ist richtig. Es ist auch klar, dass Dioxine sehr giftig sind. Was bei der ganzen Diskussion dann verschwimmt, ist die ganze Problematik der Umweltbelastung wird dann nur noch auf Dioxin abgeladen und die Belastung durch andere Substanzen, Schwermetalle etwa oder Feinstaub, verschwimmt dann und wird gar nicht mehr problematisiert. Bemerkenswert für die Diskussion oder in der Diskussion ist die Verleihung des Nobelpreises für Chemie 1995 an die Wissenschaftler Paul Crewson, Sherwood Rowland und Mario Molina. Sie bekommen den Preis für ihre Arbeiten zur Atmosphärenchemie und insbesondere die Rolle, die zum Beispiel Stickstoffverbindungen für den Auf- und Abbau der Ozonschicht haben, aber auch für die Diskussion eben nochmal um Ozonloch
und Treibhauseffekt. Und das Bemerkenswerte ist, dass damit explizite Kritiker von industriellen Produktionsverfahren mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden, dem bis dahin eine sehr große Wirtschaftsfreundlichkeit attestiert wurde. 1997 das Kyoto-Protokoll, 1998 das Bundesbodenschutzgesetz, aber als einschneidende Erlebnisse seien abschließend nochmal die Katastrophe der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko 2010 benannt, sowie 2011 die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Alle diese Ereignisse in der politischen Geschichte, nein, in der Umweltgeschichte, sind in diesem Werk über das nachhaltige Umweltmanagement verzeichnet. Sie werden nacheinander hier wieder aufgegriffen werden. Wer sich mit einigen dieser Ereignissen bereits auskennt, ist umwelthistorisch auf einem sehr guten Weg, und ansonsten werden diese Ereignisse eben nach und nach erläutert. Eines, das hier in der Erzählung bislang keine Rolle gespielt hat, aber sehr emotionalisiert wurde, war das sogenannte und auch aufgetretene Waldsterben Ende der 1970er Jahre, verursacht durch Industrieabgase und die verschiedenen Maßnahmen in der Bekämpfung des Waldsterbens sind eben auch für die bundesdeutsche Umweltpolitik über Jahre und Jahrzehnte hinweg prägend gewesen. Der seinerzeitige Innenminister Friedrich Zimmermann, in dessen Kompetenz die Ausarbeitung solcher Maßnahmen fiel, erhielt dann auf internationaler Ebene den Spitznamen Le Waldsterben, also von französischer Seite, wenn er sich bemühte, auf europäischer Ebene etwa ein Tempolimit auf Autobahnen durchzusetzen. Bemerkenswert im politischen Rahmen, das ist bei der Erzählung auch untergegangen, in der Folge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kommt es tatsächlich zur Einrichtung eines eigenständigen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Der erste Bundesumweltminister ist nicht Klaus Töpfer, sondern Walter Wallmann. Walter Wallmann, vormals Frankfurter Oberbürgermeister, hat dann aber vollkommen überraschend die Landtagswahl in Hessen gewonnen und ist dann hessischer Ministerpräsident geworden. Und in seiner Nachfolge ist dann Klaus Töpfer mit dem Amt betraut worden, der das in einer Weise ausgefüllt und geprägt hat, dass er häufig als der erste Umweltbundesminister angesehen wird. In der Tat war er erst der zweite. Klaus Töpfer ist im Übrigen Ehrendoktor der TU Bergakademie Freiberg geworden. Seine Großeltern, der Vater ist beim Bergwerksunglück ums Leben gekommen, und aufgewachsen ist er beim Großvater im damals schlesischen Waldenburg. Es ist natürlich heute immer noch ein Schlesien, heißt aber jetzt Walbschirch. Das ist vielleicht mit der Bergakademie dann eine glückliche Fügung, ausgerechnet hier eine Ehrendoktorwürde noch erhalten zu können. Ja, der ganze aufgespannte Bogen. Die Frage ist, wo bleibt die DDR? Die DDR hat auf der Papierform bereits früher den Bereich der Umwelt nominell angegangen, allerdings kann man sagen, technisch mit weitaus geringerem Erfolg, als das die Bundesrepublik geleistet hat, und auch nicht mit dem entsprechenden Willen ausgestattet. In der Bundesrepublik im Übrigen das erste Umweltministerium in Bayern, in einer CSU-geführten Regierung. In der DDR gehörten Umweltaktivisten sozusagen zum Kernbestand der Dissidenten und der politischen Gegner.
Und das macht es auch so unglaublich schwierig nach 1990 für diese Personen eine politische Heimat zu finden. Auf der einen Seite die Bürgerrechtler, auf der anderen Seite die Umweltaktivisten. Letzten Endes kam es dann auf politischer Ebene zum Zusammenschluss mit der Partei Die Grünen, die dann als Bündnis 90 Die Grünen fungierte. Viele der seinerzeitigen Bürgerrechtler und Umweltaktivisten haben sich mittlerweile parteipolitisch allerdings auch wieder umorientiert, zum Teil in absonderliche Richtungen, aber dazu vielleicht auch später. Um den Bogen zu spannen, mag das als Einführung genügen. Die Literaturliste wird dieser Aufzeichnung dann beigegeben.